Es ist irgendwie in voll vielen Fantasy-Welten so, dass Zwergen und so und Goblins total auf so Dampf, ja, so Dampfmaschinen und so ein Kram stehen. Aber wahrscheinlich, weil das noch am ehesten vereinbar ist mit klassischem Fantasy. Als Technologie, meine ich. So. Mir gefällt es hier nicht. Mir ist, als würden wir beobachtet. Oha. Das ist ein Kinderspiel drin. Wir gehen rein, stehlen das Lexikon und gehen wieder. Immer ruhig bleiben. Wenn Was? Ihr beiden das nicht hinbekommt, können wir auch andere anheuern. Genug. Ihre Dienste werden mehr als ausreichend sein. Lasst uns fortfahren. Das finde ich jetzt. Ja, sie wollen das Lexikon stehlen, das ich sowieso schon. Ich hab das doch. Ich soll es zurückbringen. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ah, und diesen Schrott, den kann ich dann wahrscheinlich umwandeln. Also irgendwie gefällt mir das nicht mit dem Feuer hier überall. Apropos. Wo habe ich eigentlich die Seelenfalle? Ich wollte mal wieder ein paar Seelen sammeln, weil unsere Verzauberung ja auch schon lange. Lydia, ich bin direkt hinter euch. Ich nehme dir jetzt den Stab weg. Ich habe da irgendwie nicht so Bock drauf. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Lydia, wo ist die Waffe? So, her damit. Und du kriegst das Stahlschwert. Warum hast du eigentlich so einen coolen Bogen? Wo hast du den denn her? Habe ich dir den mal gegeben? Ich weiß nicht mehr. Nesselfluch haben wir auch noch. Orkischer Pfeil. Ja, Mädelchen, dann nimm doch das Zwergenschwert ruhig, oder? Oder soll sie. Wir hätten auch bei den Orks eben ihr das schöne Ork-Schild klauen können. Ah, soll sie selbst entscheiden, was sie nimmt. Sie nimmt das, okay. Geht ihr voran? Ja, gut. Ich werde mein Bestes tun. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir diese ganzen Sachen wie Triebräder und so einsammeln müssen. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie das dann läuft mit dem Hinsetzen. Naja, hinsetzen wollte ich mich jetzt eher nicht. Wie das dann läuft mit dem Verwandeln in. Ich sollte vielleicht mal meine Sätze zu Ende lesen. Zu Ende sprechen. Schreiben, lesen, sprechen. Dieser Ort ist unglaublich. In der Tat. Avanchensel ist ebenso. Avanchensel. Wie die Stadt. Erbaut als Aufbewahrungsort für die Erinnerungen der Seele. Das ist in der Tat leicht beeindruckend. Aber warum sind diese Leute so schemenhaft nur dargestellt? Würde mich mal interessieren. Was geht hier ab? Okay, hier ist wieder so ein Viech. Mein Gott, die Dinger halten ganz schön viel aus.
Ja, gut. Was ist das? Kann ich da irgendwas mitmachen? Nö, sieht nicht so aus. Es ist gerade sehr befremdlich hier. Aber gut, dass ich schon relativ stark bin. Aber die haben alle Seelensteine ohne Ende, ey. Krass. Die orkische Rüstung hat uns auch noch mal... Oh, verriegelt. Die hat uns auch noch mal einen ordentlichen Tanky-Boost gegeben. Balkon von Orangensnell. Sieht irgendwie alles aus. Orangensnell. Orangensnell. Sieht irgendwie alles etwas verriegelt aus hier. Okay, wir haben einen Ladepunkt. Aha, die Zwerge waren eigentlich ein Elfenvolk, das Dwema genannt wurde. Übersetzt bedeutet das so viel wie tiefgründige, kluge Elfen. Die Zwergen von Tamriel sind... Oh. Ach, jetzt sind wir wieder draußen. Das ist ja doof. So sollte das aber nicht laufen. Wir wollen schon wieder rein. Wir müssen ja noch das Lexikon zurückbringen. Wobei ich gerade überhaupt nicht weiß, wohin ich das bringen soll. Und was es mit diesen seltsamen Leuten auf sich hat. Okay. Oh, hier geht's ganz schön tief runter. Spring mal hier runter. Okay, wo geht's denn jetzt hier noch weiter? Hier offensichtlich. Interessant. Das ist eine Truhe. Überall Zahnräder und irgendwelche komischen Apparaturen. Und schon wieder so ein komisches Androidengerät hier. Oh, das haut schon deutlich mehr zu, aber das ist trotzdem noch im Rahmen, glaube ich. Aber immerhin hat es einen großen Seelenstein dabei. Das ist ein Fahrstuhl. Sieht fast so aus. Und hier mehr wieder nix. Oh. Schmerzen. Solche Schmerzen. Die haben voll viele Edelsteine am Start. Erstmal hochheilen. Ansonsten brauchen wir das Mana ja Gott sei Dank nicht. So. Und es geht weiter. Oder kommen wir daher? Ich glaube, hier kommen wir her, ne? Nee. Sieht alles so gleich aus. Ich verliere voll den Überblick irgendwie. Was ist denn aus diesen Elfen geworden, dass die zu Zwergen geworden sind? Da hinten ist auch schon wieder so ein Viech. Oh Gott, ich werde hinterher wieder so überladen sein.
Oh Gott, wir haben nur 5 Dietriche. Aber wir haben es geschafft, keinen kaputt zu machen. Das ist schon mal gut. Unsichtbarkeit. Oh, toll. Jetzt stoße ich hier auf eine orkische Rüstung. Hätte ich die auch nicht klauen müssen. Arschteuer, aber die kriegt Lydia gleich. Freut sie sich. Ne, Lydia. Hier. Kriegst eine orkische Rüstung. Musst du nicht in deiner Gammelrüstung rumlaufen? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Und die Zwergenstiefel. Oh, hat sie schon ihr Limit erreicht? Schade. Ihr geht vor, ich folge. Jetzt sind wir voll im Partnerlook, ey. Und Hallöchen. Wobei ich jetzt mechanische Spinnen nicht so ekelhaft finde wie organische. Komm schon, wir steigen gleich eine Stufe auf, wollte ich mal so sagen. Alter, diese ganzen Seelensteine, ne? Oh, jetzt sind wir einmal rum. Jetzt kommen wir wieder da an, wo wir herkamen. Oh, gleich voll viele, ey. Scheiße. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Ja, Lydia, du packst das schon. Du packst das schon. Oh. Oh, oh. Neue Stufe. Rutschen alle runter. Ja, neue Stufe. Gesundheit haben wir jetzt auf 200. Und wir haben wieder immer noch 2 Talentpunkte, die wir irgendwo reinstecken können. Aber ich glaube, wir haben nach wie vor nicht genug Skillpunkte. Nee. Ich fürchte nicht. Einhändig vielleicht. Ich weiß nicht, hatten wir da auf... Ach Mensch. Hatten wir da auf 50 gewartet oder auf 60? Ah. Doppelwirbel. Könnte man lernen. Kampfhaltung haben wir schon, ne? Kritischer Angriff. Du kannst im Sprint einen einhändigen, mächtigen Angriff durchführen, der doppelten kritischen Schaden verursacht. Im Sprint... Oder mächtige Angriffe aus dem Stand verursachen 25% Zusatzschaden und können deinen Gegner enthaupten. Oh ja, das wollen wir doch. Das ist doch gut. Hier können wir doch ein paar nette Sachen lernen jetzt. Oder wir lernen das noch. Das ist auch wichtig, ne? So. Sehr schön. Jetzt sind wir noch ein bisschen stärker geworden. Oh Mann. Ich werde auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal auf etwas Menschliches stoßen,
Dann werde ich... Sag mal, Lydia, der Helm, ne? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Wenn ich das nächste Mal auf was Menschliches stoße, werde ich auf jeden Fall Seelenfalle mal wieder benutzen. Wir haben jetzt so viele Seelensteine, die können wir alle voll machen. So, Lydia, hast einen Helm. Ich folge. Hast einen Helm. Ich frage mich jetzt ein bisschen, wo wir eigentlich hin müssen. Waren wir hier schon? Oh oh. Angst. Speichern. Was geht hier ab?